Weiter geht's mit King's Quest 8, Maske der Ewigkeit. Ich weiß jetzt, was wir tun müssen. Und zwar müssen wir zurück nach oben zum Schloss. Mal sehen, ob ich uns dahin navigieren kann. Im Schloss soll es uns nämlich möglich sein, irgendwo da den Haken zu benutzen. Mal sehen. An einem Wasserfall wohlgemerkt und angeblich. Danke. Können wir am Brunnen unsere Energie auffüllen? Ja, können wir tatsächlich. Und rülpsen. Okay, wo ist denn hier ein Wasserfall? So, wir vervollständigen jetzt auf dem Weg dahin mal ein bisschen die Karte. Ich habe jetzt tatsächlich nur das Stichwort Wasserfall rausgesucht, weil ich nicht zu viel wissen wollte. Oh. Der Ort, von dem ich dachte, es wäre das Schloss, war übrigens gar nicht das Schloss, sondern das Verlies. So, was ist das hier? It is beyond my reach. Du sollst das auch nicht anfassen, du sollst es lesen. The Alchemist Shop. There could be something useful inside. Ja, ich glaube, aber da waren wir auch schon drin. Mal gucken. Ach, hier ist das Einhorn. Ich wollte gerade sagen, was das denn für ein... Oh, und hier ist dieser komische Brunnen in... Dieses komische Wasser, in dem wir versaufen können, wenn wir nicht aufpassen. Oh, hier, hallo. So Knight. I have found the portal to the dimension of death, but unhappily a foul beast of darkness guards it. Would you know how to defeat it? The bane of shadows and death hath no element. I know naught. Du bist nicht sehr hilfreich. So, immer mal speichern zwischendurch. Was ist das Schloss gewesen? Wasserfall. Wo ist denn hier ein Wasserfall? Nee, das ist nämlich nicht das Schloss. Das Schloss ist das Gebäude dahinter. Oh, oh, Mumien. Cool. Kommt ihr her? Ja, ich bin gerade zu faul, auf die zuzulaufen. Weil dann bleiben auch die Sachen, die sie verlieren, in meiner Nähe. Das war doch mal ergiebig. Ich gehe mal eben auf die Map.
Oh, es kommen mehr Mumien. Oder? Habe ich nicht Mumien gehört? Aber was wir vor allen Dingen gehört haben, ist Wasserrauschen. Also muss hier irgendwo der Wasserfall sein. Warum wir überhaupt zu dem gehen, an dem können wir laut Lösung den Haken benutzen. Seht ihr da drin? Da ist so ein Loch. Ah! Ach so. Ja, das Symbol anklicken bringt natürlich nichts. It is at all within my power. I shall liberate you from this vile condition, good man. Ja, wie auch immer. It seems the mason had been replacing missing bricks before the tempest struck. Mhm. Ich hatte eigentlich gehofft, dass hier jetzt ein neues Symbol erscheint. Muss ich das vielleicht umhauen? Okay, ich speichere mal eben, weil ich habe Sorge, wenn ich jetzt in den Wasserfall gehe, ersaufe ich. In King's Quest konnte man schon immer sehr oft und sehr brutal sterben. Und ich schätze, das haben die beibehalten. Also wenn ich da jetzt reingehe, werde ich runtergespült. Warum war mir das klar? Weil ich einfach schon zu viele von diesen Spielen gespielt habe. Na gut. Also, wie komme ich dann hier herüber? Nein, 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 nein. Geh zurück, mein Lieber, geh zurück. Nee, hier komme ich mit dem Haken nur wieder runter. Ich hatte gedacht, wir hacken das jetzt um und dann... sind da diese Steine. I am not near anything to climb. Das hilft uns nicht weiter. Ich geh mal eben wieder runter. Hubu, vorsichtig. Okay, das hat uns irgendwie nichts gebracht. Ich gehe jetzt mal. The force of the water is too great. I cannot get through it. Ja. Du bist auch eine Pussy. The force of the water is too great. I cannot get through it. Also ich gehe davon aus, dass wir ja, warum komme ich hier nicht hoch? Bis wir das Wasser aufhalten müssen, damit wir dort in dieses Loch kommen. Aber warum funktioniert es nicht? Bubu geht gerade voll ab mit seinem Catnip-Ball. Oder ich muss da einfach gegenlaufen. Ja! Ich muss da einfach gegenlaufen. Unglaublich, ne? Ja, ja.
Ich mag dich nicht, Connor. Ach, eigentlich bist du mir egal. Ich finde dich nicht mal scheiße. Du bist einfach sowas von unwichtig. Ja, cool. So, jetzt haben wir einen Weg in die Wand hineingefunden. Nein, in das Schloss hineingefunden. Das ist nämlich ein Geheimgang. Ah, a cave entrance. Ich weiß nicht, warum der da immer so einen Strich hin macht. Ja, das dauert jetzt einen Moment, geht aber anscheinend recht schnell. Diesen Bildschirm hier beim Laden finde ich übrigens sehr schön. Eine hübsche Karte der Welt. This must be Castle Daventry. Tada! Now to find the king. Ja. Kannst du einmal in die Richtung gucken? Da, ach, da ist einfach nur eine Wand. Ah ne, da ist der Gang, von dem wir herkommen. Was ist das denn für ein Schloss? Na, sieh mal einer an. Die Leute kennen wir alle. Ich hoffe, das ist das, was wir suchen. Ja, nimm das. I bear ashes from a torch. Ja, ich weiß auch nicht, warum es Asche von einem von einer Fackel sein musste, aber gut. Dazu sagt er nichts. Die Gemälde gucken wir uns aber eben noch an. Hm. That portrait of King Graham looks slightly off center. It is a lovely portrait of Her Majesty Queen Valenice. Ja, die kennen wir natürlich ganz besonders gut. Sie ist schließlich die Mutter der bezaubernden Prinzessin Rosella. Und Connor stößt sich hier die ganze Zeit den Kopf, aber anscheinend interessiert ihn das gar nicht. Ich weiß auch nicht, warum das hier mit dem Laden so kompliziert ist, warum die Dateien die ganze Zeit entpackt, eingepackt, gelöscht und neu hinzugefügt werden müssen. Ich meine, natürlich ist es so, oh, guck mal, wie süß der Tod da unten aussieht, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Guck mal, ganz unten in der Mitte, über der Schrift. Ich weiß, man hatte früher weniger Festplatten, Speicher und sowas, aber trotzdem, man kann es doch auch übertreiben. Na gut, ihr Lieben, wir werden jetzt in diesem Part so nichts mehr kommen, weil das noch lädt. Deswegen sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und da werden wir hoffentlich den Zauber vervollständigt haben und uns dem Biest in der Welt der Toten widmen können. Also bis dahin.